Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Phoenix Point und unsere Manticore 1 ist auf dem Weg, den Mutok abzuholen. Unsere PHB-3 wird hier angegriffen in 16 Stunden. Wir schauen mal, ob wir das noch schaffen und ob der Tiamat, wahrscheinlich ist der sogar vorher schon hier. Aber gut, wir machen die Aufgabe, die wir als erstes bekommen. Also, sorry nochmal für Jeremy hat geschrieben, jetzt ist doch irgendwie was verraten worden mit diesem Jugoth-Rezeptakel. Aber ich glaube, ich finde es ganz gut, wir können das nochmal weiterlaufen lassen, wenn wir hier komplett einmal durch sind. Und wer weiß, wie lange das mit Synedrion noch dauert. Das könnte auch sein, dass das noch ein bisschen dauert. Weil mit denen haben wir uns ja deutlich später erst verbündet. Und dann schauen wir am Ende vielleicht nochmal in das Ende der Jünger von Anu-Mission. So, hier haben wir, neue Rekruten scheinbar auch. Okay, wir könnten auch noch einen Rekruten dazu holen. Warum nicht? Ein Heiler vielleicht. Weitsicht, Nahkampfspezialist. Oder ein Scharfschütze mit Vorsicht, Bombenschütze. Naja, Quarterback ist auch nicht schlecht. Erfinderisch und Infanterist. Also erstmal wollen wir den Mutok jetzt in die Manticore 1 verfrachten. Und den Aspida lassen wir aber mal hier, ne? Oder? Ja, ich glaube, den lassen wir hier. Ansonsten ist hier, glaube ich, keiner. Nee. Der braucht zwar eine Stunde für die Heilung, aber haben wir eigentlich noch was? Der könnte den jetzt kriegen hier. Das können wir ja auch nachproduzieren. Ach nee, das ist für die Rattlesnake. Wir müssten eigentlich... Das müsste er kriegen. Bauen wir denn sowas noch? Ja, wir bauen noch eine Rattlesnake gerade. Und wir sollten auch noch die anderen ausrüsten, unsere anderen Scharfschützen ausrüsten. Mit der neuen Jack hat sie schon. Mit der Gugnir. Oder haben wir das schon gemacht? Nee, ich glaube nicht. Tim hat auch eine Gugnir. Aber ich glaube, Jeremy hat noch keine Gugnir. Genau, und da haben wir noch eine. Die Athena zur Lähmung. Genau, dann lassen wir das Ding raus und tauschen die mit der Gugnir aus. Und dann brauchen wir noch ein Gugnir-Magazin. Und das Ding ist für die Athena. Das brauchen wir nicht. Und dafür machen wir hier zwei von. Okay. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So, der Mutok ist aufgeladen. Das Ding lassen wir da. Rekrutenmäßig muss ich jetzt nochmal... Das sind die Priester hier mit der Geisteskontrolle. Wollen wir da wirklich noch einen neuen Priester, der gleichzeitig Quarterback ist? Ich finde den Heiler fast besser. Obwohl eigentlich brauchen wir auch gar keine neuen Leute, ne? Ach komm, hier den Priester. Das ist spannender als der normale. Den wollen wir holen und zwar wollen wir den gleich in die PHW-3 bringen, wenn wir sowieso schon alle da sind. Darf er gleich mitmachen. Komm. Das ist doch gut. Dann gucken wir uns den auch nochmal an. Vielleicht können wir ihm ein bisschen was geben. Wo ist er? War er das? Habe ich nicht richtig geguckt. So, der kann nämlich Geisteskontrolle direkt mal lernen. Das ist doch nicht schlecht. Und dann kriegt er hier noch 2 Punkte auf Willenskraft dazu, auch wenn er nicht laufen kann. Er braucht Rüstung, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, ob wir das auch noch produziert kriegen, schnell. Rüstungen für den Mann. Entweder die Amphion-Rüstung. Oder, nee, eigentlich auf jeden Fall die Amphion-Rüstung. 100 kostet das. Na, können wir uns aber leisten. 5 Stunden reicht sogar noch. Und Beinschutz, hast du den? Nee, hast du. Doch, hattest du, ne? Beinschutz hat er, glaube ich. Ja, sieht man ja auch schon. Okay, dann fehlt nur noch ein Helm. Ach, das hättest du dir auch merken können hier. Ach so. Wir können keinen Helm herstellen für die Priester.
Was ist das denn? Was soll das denn? Wahrnehmung plus 10, Tarnung plus 10. Wollen wir ihm einen Stixhelm geben? Geht das überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich wahrscheinlich nicht. Na gut, lassen wir es erstmal dabei. Und fliegen weiter. Achso, hier mit der 1 fliegen wir jetzt natürlich auch zurück in die PHW-3, damit wir mit dem Mutok auch noch agieren können. Musica Universalis. O'Hearn nimmt die Noten wortlos an sich, setzt sich an sein Klavier und beginnt zu spielen. Es erklingt eine wunderschöne Melodie voller Sehnsucht und Hoffnung. Nur ganz am Ende hört man eine disharmonische Note und O'Hearns Gesichtsausdruck verfinstert sich kurz, als seine Hände zu zittern beginnen. Aber nach einem kurzen Augenblick scheint er wieder der Alte zu sein. Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mir diesen Teil von mir selbst zurückgebracht habt, sagte O'Hearn zu unserem Soldaten. Ich fühlte mich nicht mehr vollkommen. Der Druck, diesen Ort am Laufen zu halten, obwohl nicht alle an mich glauben. Ich bin nicht die Person, die ich früher einst war, aber ich hoffe, das wird helfen, so seltsam es euch auch erscheinen mag. Und hier ist eure Bezahlung. Wie vereinbart, nochmals vielen Dank. 100 Tech, 650 Materialien, 250 Nahrung, das ist doch ganz ordentlich. Aber ich hätte gedacht, dass noch was anderes passiert, ehrlich gesagt. Aber das scheint nicht so zu sein. Aber okay, wenn das so ist, dann ist das so. Dann schauen wir mal, wie lange brauchen denn die Jungs hier noch? Wirklich 6 Tage, das dauert ja echt noch eine ganze Weile, ne? Wir haben schon so viel erforscht. Wollen wir hier unten nochmal hinfliegen mit der Tiamat? Wir fliegen da unten nochmal hin. Und bevor das hier passiert, jetzt ist die Manticore 1 angekommen. 7 Stunden noch. Ich glaube, wir können aber relativ so, der kann sich heilen. Ansonsten sind wir, glaube ich, relativ gut dabei. Wir haben jetzt eine Rattlesnake. Wir müssten noch eine Rattlesnake bauen, sehe ich gerade. Wir können ruhig noch ein paar davon bauen. So. Vielleicht auch. Ach, das sind die aber. 105 ist natürlich echt. Ah, wir schaffen das aber nicht mehr. 9 Stunden ist einfach zu lang. Wir können trotzdem nochmal zum Beispiel 2 davon bauen. Das kriegen wir auch noch hin. Und eine Virophagengranate, da können wir auch nochmal 2 von bauen. Dann nehmen wir die noch mit und so ein paar davon können wir auch noch bauen. Obwohl, das lasse ich mal. Jetzt, so lange Zeit haben wir ja nicht mehr, bis die da sind. Aber das sollte uns erlauben, das hier zu überstehen bei der Menge an Leuten, die wir da jetzt haben. Wir müssen jetzt nur einmal eine Stunde, jetzt müssen wir noch ein paar Granaten verteilen einmal. Rattlesnake haben wir jetzt nicht nochmal. Du kriegst mal die Granate hier rein und dann noch eine in den Rucksack. Achso, du hast keine Munition. Der kann gar nicht schießen, das ist ja doof. Na gut. Bei dir ist alles in Ordnung. Hier ist auch alles pickepacke voll. Hier ist auch alles voll. Da ist auch alles voll. Du kannst gar nicht mehr tragen. Das sieht alles sehr gut aus. Ich glaube, wir müssen hier jetzt nicht groß noch was ändern. Hier noch, kriegst du noch eine... Ach, du kannst das nicht mehr halten. Aber du hast auch echt hier jede Menge Zeug, ne? Flammenwerfer, sowas, eine Rattlesnake. Komm, das wird reichen, um das zu verteidigen. Würde ich mal ganz stark zumindest davon ausgehen. Gefahrenstufe hoch, aber das sollten wir hinkriegen, glaube ich. So, da sind wir mit einer ordentlichen Anzahl Leuten, mit unserem Fahrzeug, das mir ja jetzt mittlerweile auch besser gefällt als jemals zuvor, da es uns einmal gerettet hat tatsächlich und auch dem Mutok, den wir auch schon lange nicht mehr benutzt haben. So, sie werden wieder von hier kommen. Ach, da sind aber schon einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir hier schon. Dann schauen wir erstmal, wer hier vorne steht. Wir haben nur die Imhulu-Granaten. Hier. Aber du hast eine Granate. Du musst auf jeden Fall eine Granate schicken. Ich hoffe, das geht.
Das geht auch. Weil die vier, das können wir uns ja nun nicht entgehen lassen. Ah, der Techniker steht auch noch da. Das ist gar nicht schlecht. Ich muss mal ein bisschen höher gucken. Das sieht so aus, als ob wir das direkt gegen diese Brücke schießen. Ehrlich gesagt. Es wird zwar angezeigt, dass das geht. Aber... das geht doch nicht, oder? Nee, wenn es da nicht geht, dann wird es nicht da auf einmal gehen. Der rechnet da, als ob er... oder? Soll ich es probieren? Das ist doch schon wieder doof. Wo kommen wir denn hin hier noch, wenn wir da jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht klappt? Könnten wir bis hier laufen? Da stehen wir ja mitten dazwischen. Ich würde ja gerne einmal schießen und weggehen. Aber vielleicht können wir noch mal... dann müssten wir hier so ein... wirklich nach vorne gehen. Hier eigentlich hin. Oder dahin. Aber dann kriegt der richtig was ab. Ready for action. Der kommt auch da gar nicht hin. Ordentlich. Der wird hier auch die Imhulu-Granate werfen. Ich glaube, da machen wir gar nichts Schlimmes, sondern wir schmeißen wirklich... ich probiere das jetzt, wenn er das anzeigt. Probieren wir das jetzt einfach. Und glauben wieder dem System und ärgern uns gleich. Das ist doch auch schön. Bisschen Ärger ist auch schön. So. Da soll es angeblich gehen. Wo haben wir den größeren Bereich? Ja, hier soll es überall gehen. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Es geht. Hervorragend. Jetzt werden die alle unsichtbar natürlich. Ach so. Ja, sie rennen auch noch weg dabei. Das ist natürlich doof. Aber ein paar sind auch stehen geblieben. So, ich gehe mal hier in die Ecke mit ihm. Alle anderen kommen nach vorne natürlich. Aber jetzt ohne zu sprinten, oder? Wir müssen jetzt keinen großen Schnulli hier veranstalten. Der geht hier rüber und stellt da gleich mal seine Rattlesnakes auf. Achso, es geht ja nur da. Aber ja gut, okay. Da geht auch einer hin. Und dann bleiben wir da mal stehen, glaube ich. Mit der Gugnir. Also ich glaube. Von wo könnte man denn treffen? Von hier nur bisher. Gehen wir mal hier nach vorne. Und bleiben da auch erstmal stehen. Der geht auf die andere Seite. Achso, du hast überhaupt nichts, ne? Du kannst gar nichts. Du hast auch nichts in der Hand. Dann kannst du mal weglaufen. Du brauchst hier jetzt nicht. Das ist der ganz frische. So, ja, das Fahrzeug zerstört jetzt ein bisschen die Basis. Ich glaube, das Fahrzeug brauchen wir eigentlich nicht. Wir stellen das mal hier zur Sicherheit irgendwo hinten hin. Da kannst du erstmal stehen bleiben. Und genau. Hier würde ich auch sagen, wäre eine Rattlesnake nicht schlecht. Dann stellen wir uns mal hier rein und stellen die dann da auf. Wunderbar. Und dann stellen wir uns da noch um die Ecke. Und der gute Mann, kommt der auf die andere Seite? Nee, dann stellst du dich hier hinter. Wir gehen mal nicht von vielen Granaten aus einfach. Also Jack bleibt da auch stehen. So, jetzt ist ein bisschen die Frage. Aber wir könnten entweder da nochmal drauf schmeißen. Mit der Imhulu. Es wird fast Sinn machen, mit dem Maschinengewehr da rein zu feuern. Aber dann kommen wir nur noch bis hier. Das finde ich nicht so gut. Ich würde mich gerne zumindest in Deckung stellen können. Deswegen werfe ich jetzt diese Imhulu-Granate. Und zwar auf die beiden vielleicht. Damit haben die keine... also so viel Säure, dass die auch ganz schön weg... ätzen müssten über einen bestimmten Zeitraum. Und dann stellst du dich da in Deckung. Okay, der Mutok, der darf jetzt ein bisschen mal. Ich stelle vorher den nochmal auf die andere Seite. Mit seinem Säurewerfer. Der müsste eigentlich auch noch weiter rein sogar. Und der Mutok darf mal richtig, soweit er kann. Ja, das ist geil.
Das ist doch mal wieder schön, dass der mal wieder dran ist. So, und wen haben wir noch? Jamie, der steht ein bisschen doof. Aber der kann auch mal näher kommen, auf jeden Fall. Gut, weiter geht's. Nächste Runde. Da kommt noch einer. Also ich glaube, 7 haben wir schon mal Minimum. Alles diese kleinen Viecher, die sich immer unsichtbar machen. Ja, der Techniker, der könnte ein bisschen was abkriegen jetzt, aber 5 Schaden und 6 Rüstungen, das hält er eine Weile aus. Würde ich behaupten. Minus 3 Willenskraft, wieso? Der ist gestorben. Wieso ist denn der gestorben? Au, das tat weh. 60 Schaden. Der hat eine Shotgun dabei. Die sind ein bisschen anders. Was hat er? Achso, der zieht jetzt, glaube ich, einen Säure, weil wir ihn eingesäuert haben. So eine Spur hinter sich her. Schießt der auch noch? Nee. Aber der schießt nochmal. 21 Schaden. Aber solange sie sich immer andere Leute aussuchen und so krass ist der Schaden nicht, dass wir uns da jetzt Sorgen machen müssten. So. Das sollte alles relativ gut funktionieren. Das ist eine Gugnir hier. Das ist Tim. Der kann den sofort weghauen. Haben wir noch einen anderen, der gut geht? Ah, den sehen wir sonst schlechter. Aber der überlebt mehr. Wieso ist der? Ah, der hat viel mehr Lebenspunkte als der andere. Komm, dann nehmen wir den da hinten. Wenn wir den hoffentlich treffen. Och, Mann. Haben wir natürlich nicht getroffen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann kommt der nächste mit der Gugnir. Beziehungsweise ich guck mal, wen ich jetzt hier wegkriege. Vielleicht den da hinten. Das wäre ganz cool. Der steht leider davor, ne? Also die kriegen wir auf jeden Fall easy weg. Da können wir jetzt einmal einen Schritt hier uns rausbewegen. Und dann feuern wir hier einmal durch mit der Machine Gun. Eigentlich sogar auf den da hinten. Aber gut, machen wir es mal so. Überlebt er tatsächlich. So. Kannst dich wieder in die Ecke stellen. Jetzt ist der Weg frei für die Rattlesnake, den da... Ah, doch nicht. Er sagt, das geht gar nicht. Den hat er nicht als Ziel eingespeichert, aber... Irgendwie geht's doch. Wollen wir es mal probieren? Ich bin in Probierlaune heute. Ah, der bewegt sich weg. Ist ja unverschämt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Komm, wir tauschen einmal Plätze. Moment. Du einen Schritt oder darüber. Du kommst einen Schritt nach vorne. Und dann machen wir es nochmal. Entweder den oder... Ach, das ist ja nicht... Komm, dann bringen wir jetzt den erstmal um, würde ich sagen. Oder nee, wir bringen doch... Ich probiere den nochmal am Bein ordentlich zu treffen. Oh, kann doch nicht wahr sein. Meine Scharfschützen, was ist los mit euch? Jeremy ist nicht da. Das ist das Problem. Ich will so Säure, brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Na gut, gehen wir nochmal erstmal mit den anderen noch einen Schritt nach vorne. Die Red Snake kann doch auch noch schießen. Die kann auch nur auf den da hinten schießen. Die trifft jetzt auch wieder nicht wahrscheinlich. Na gut. Also gut ist anders, ne? Kann man nicht anders sagen. So, das ist der ohne alles, richtig? Ja, du kannst dich hier oben, du kannst es dir hier oben mal gemütlich machen. Setz dich hin, hol dir einen Kaffee. Alles super. Du bist auch noch da. Du erledigst jetzt den da vorne. Ja, komm.
Attack successful. So, die dürfen sich immer alle einmal unsichtbar machen, aber ich mache mir gerade relativ wenig Sorgen, ne? Vielleicht sollte ich mir mehr Sorgen machen, aber Sorgen machen muss man sich auch nicht immer. Bin jetzt irgendwie relativ selbstbewusst und entspannt, dass wir das schaffen müssten. So. Ah, die hat kein Magazin. Stimmt, da war noch was, ne? Dann werfen wir jetzt hier nochmal eine Granate auf. Ich weiß wirklich nicht, warum der gestorben ist da. Und was ich auch nach wie vor nicht weiß, wenn wir jetzt hier eine Granate hinwerfen, ne? Da steht ja einer unsichtbar gemacht. Bringt den das dann um oder nicht? So ganz weiß ich das nicht. Wir schmeißen mal dahin, wo wir es wissen. Sehr gut. Das sieht böse aus. Und der scheint auch nicht mehr irgendwas tun zu können. Zumindest nicht mehr viel. Gut. So, du kannst auch nichts mehr tun. Du kannst auch nichts mehr tun. Mutok. Der kommt hier nicht durch. Echt nicht? Hier ist doch Platz genug. Oder? Musst du jetzt außen rumlaufen? Ne, der kommt hier nirgendwo durch. Interessant. Da ist doch Platz. Will der mich veräppeln? Dann nicht. Dann gucken wir uns den nächsten an. Also das, den haben wir noch. Genau, da wollte ich nochmal gucken, ob ich den wirklich jetzt nach vorne schicken muss. Geh einfach mal einen Schritt weiter rüber, Jamie. Advancing. Einfach weiter nach vorne. So, genau, Mutok weiß ich und du bist noch da. Techniker, wir könnten noch so ein Ding aufstellen. Oder du kannst schießen auf den immer noch. So, du bringst den jetzt um, aber du musst einen Schritt nach vorne gehen. Du könntest jetzt auch hier so ein anderes Ding aufstellen, also noch eine Rattlesnake aufstellen, aber ich hoffe, dass das sollte ihn schon erledigen, richtig? 70 Bluten dürfte ausreichen. 52 hat er noch, sehr gut. Dann bringen wir den zweiten Schuss auf den anderen. Auch wenn er jetzt sehr weit weg steht. Aber wenigstens haben wir seine Deckung zerstört. So, dass der nicht weiterkommt, finde ich ein bisschen albern. Ich hoffe, das geht gleich noch. Jetzt hat er die Leiter kaputt gemacht. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann gehen wir mit dir. Tja. Gehen wir mal hier hin. Da wird schon irgendjemand kommen gleich, den wir dann mit dem Hammer eins überbraten können, würde ich mal behaupten. So, machen wir noch eine Runde? Ja. Da stirbt einer. Jetzt kommt einer drumrum. Der andere kriegt ein bisschen Boni. Okay. Da kommt jetzt auch nochmal ein Atron. Okay. Das war nicht die Triton-Gruppe ganz alleine. Was macht er? Er nebelt sich da ein. Zweimal nebelt er sich sogar ein. Ja, okay. Bisschen düster hier. Na? Ja, er kriegt jetzt immer ein bisschen was ab. Ah, die Arme würde ich jetzt ungern, dass die kaputt gehen, sagte er. Und dann gingen sie kaputt? Nein. Alles gut. Weil die dauern ja, um sie nachzuproduzieren. Das ist jetzt hier wirklich nicht notwendig. Dass wir hier sowas verlieren. Ach. Okay, du musst da gleich mal aus dem Weg gehen, bevor wir hier noch jemanden verlieren. Das machen wir mal zuerst. Bringen wir dich mal ein bisschen aus dem Weg. Zumindest erstmal hier hin. Dann kannst du schon einmal kannst du auf jeden Fall nachschießen. Der dürfte auch hinüber sein, richtig? In der nächsten Runde. 30. Nee, noch nicht. Dann bringst du den jetzt mal um. You hope I don't miss. Hast du nicht gemacht. Insofern alles gut. So, den können wir kriegen, den können wir kriegen. Wir können sogar den kriegen. Wir bringen mal den dann noch um. Sollte wahrscheinlich auch reichen für die nächste Runde. So, dann gucken wir entweder den weg. Wo ist der Atron? Da hinten. Das sollten wir, glaube ich, machen. Der ist nervig.
Das sieht sehr gut aus. 162 Schaden. Das ist doch ordentlich. Geh einen Schritt zur Seite. Du kannst einmal von hier auch nochmal schießen und den Atron vielleicht einfach erledigen. So, der ist gestorben. Die anderen sind in Panik. Jetzt würde ich gerne einmal gucken. Stell dich mal auf die andere Seite, bitte. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ob der Mutok hier jetzt durchkommt oder nicht. Nee, tatsächlich, der kommt hier nicht durch. Das ist doch echt albern, oder? Kann er hier durch? Na gut, dann bleibt der Mutok da einfach stehen, wo er ist. Du da oben trinkst deinen Kaffee. Du kannst dich nochmal da zwischen die Röhren setzen. Viel Spaß dabei. Und wir machen hier weiter. Und ja, ich glaube, wir müssten die meisten eigentlich hier wegkriegen jetzt. Wollen wir den zuerst machen oder den hier? Fangen wir mit dem an oder habe ich ein bisschen doof zu hoch gezielt? Aber gut, kannst dich auch nochmal dahinter bewegen. Die beiden Techniker stehen da jetzt ein bisschen doof rum. Merke ich gerade. Obwohl, du hast auch noch... Ach nee, du hast ja keine Munition. Dann stell dich doch hier hinten hin. Damit wir wissen, dass wir dich nicht gebrauchen können. Dann kannst du da stehen bleiben. So, Red kann auch mal schön was machen. Entweder mit dem Maschinengewehr oder... Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir den gut dezimieren. Ready for action. Was kannst du machen? Du könntest den hauen, stehst dann aber mitten in der Mitte. I'm on the move. Wir machen das trotzdem. Ich dürfte eigentlich... Ah, da steht auch noch einer. Ja, gut, okay. Ich habe gerade gemerkt, ich würde gerne einmal vorher mit dem Ding nochmal schießen. Aber nicht auf das hier vorne, sondern auf den vielleicht. Obwohl, nee, wir schießen auf den hier. Ja. Das war doch mal gut. Das sah sehr gut aus. Ich glaube, du bleibst da einfach stehen. Du bleibst da auch stehen. Du haust jetzt wirklich dem einen drüber. So, der steht quasi gar nicht mehr. Müssen wir nur gucken, der kriegt jetzt von dem was ab, aber da können wir jetzt nicht viel dran ändern. Ach, jetzt steht er natürlich da. Ach, ich bin ja doof. Da steht wahrscheinlich jetzt unser guter Mann hier im Weg, ne? Ja, und da ist sowieso so ein Gerät im Weg. Das sollten wir nicht tun. Dann machen wir das anders. Da machen wir jetzt hier eine Überwachungsaktion. Mit ihm. Auf den gesamten Bereich. Wen haben wir noch? Die schauen wir noch. Das wird auch ein bisschen eng. Deswegen bringen wir dich mal nach vorne hier. Da kannst du stehen bleiben. Da kannst du stehen bleiben. Ach so, darf ich dir nicht sagen. Warum nicht? Diese Rattlesnake könnte eigentlich noch schießen, geht aber nicht. Sie sieht nichts mehr. Nein, nicht zurück. Und auch jemanden. Mutok kann sich nicht bewegen. Rattlesnake kann nicht schießen. Die könnten wir noch nach vorne bewegen. Ja, komm. Die bringen wir auch noch aufs Feld. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir sehen, nee, wir schauen uns noch einmal an, was die anderen machen. Vielleicht kommen wir ja da ein bisschen in Bedrängnis und haben einen guten Cliffhanger. Aber da ist schon der erste hinüber. Da haben wir mal durch den Kühlergrill geguckt. Da steht einer, der macht aber nichts. Nee, der haut einfach ab. Der blutet und läuft weg. Nee, also hier passiert nicht mehr viel. Der wird auch verbluten. Die kriegen wir schnell weg. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter bei dieser einfachen Basisverteidigung. Was ja ganz schön ist, nach der letzten, doch relativ harten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.